Hi, willkommen bei Grünchill Barbecue Lifestyle. Ihr seht oder habt schon gelesen, auch bei mir hat der Kamado Einzug gehalten. 99 Euro für das gute Stück. Hat mich überrascht. Nochmal danke an Jörn und an Räucherpeter für die Infos. Bei mir ging es natürlich ein wenig länger. Ich musste nach Deutschland fahren. Ein schönes Stückchen, bis ich den gefunden habe. Und nun geht's los. Es wird aufgebaut und umgebaut. Tuning. Mal schauen, wie der am Schluss aussieht. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Eine Anleitung ist dabei. Holländisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Polnisch. Passt, perfekt. Dann natürlich ein Griffchen. Teile für das kleine Nest. Das sieht verdächtig nach Werkzeug und Schrauben aus. Übersichtlich. Gut verpackt ist das schon mal. Knuffiges Ding. Geht bis 450 Grad die Anzeige. Machen wir mal den Griff ran. Für den Preis kann man echt nichts sagen. Neuer 8er 10er Schlüssel. Kreuzschraubenzieher. Kohlenrost für unten rein. Grillrost. Kann man machen, aber auch besser. Ja, nun, für dieses Geld kann man nicht viel erwarten. Korb. Also verpackt ist es echt gut, kann man nicht sagen. Um das Nest zusammenzubauen, ganz einfach. Ihr habt hier schon Vertiefungen für die Schrauben. Unten ran und Mütterchen drauf. Das Ganze sechsmal. Das Thema kennt ihr schon, mache ich genau wie Jörn. Dachte zuerst, ich mache es mit dem Hammer, aber ist mir zu gefährlich. Zwei Schienen drin lassen und einfach abdrücken. Dürft ihr ruhig ein wenig drücken. Braucht ein wenig, bis es anliegt, aber ich denke, so passt das. Machen wir wieder drauf. In der Innenseite hat es keine Unterlagscheiben drin, original.
Ich habe hier welche rumliegen, mache ich gleich drauf. So verteilt ist das den Druck ein wenig. Und dann passiert auch beim Anziehen hoffentlich nichts. Wer noch Zubehör vom Kopfgrill hat, kann das mehr oder weniger benutzen. Gibt vielleicht ein wenig Luft. Schauen mal. Ne, das dichtet richtig gut ab. Dann kann man auch mal was auf dieser Griddleplate oder gleich auf der richten Griddleplate. Ist natürlich auch Zubehör gewesen beim Kopfgrill. Kann man machen, wenn man es rumliegen hat. Dann habe ich hier noch einen Pizzastein. Ist eigentlich auch für den Kopf gedacht. Von Weber rumliegen. Der passt hier mal rein. Man müsste natürlich eine Erhöhung machen. Das schauen wir uns später noch an, wie wir das hinkriegen. Dann hatte ich noch eine Idee. Ich habe den hier noch rumliegen gehabt von meinem Monolith, den ich da mal eingebaut habe. Ich denke, ich brauche den eigentlich eh nicht mehr. Den modifizieren wir mal um und probieren den zum da reinkriegen. Ich habe mir das Ganze mal eingezeichnet, ich bin nicht vom Fach. Ich habe ausgemessen und die 1,5 von der Spitze hier dazu. Das kann ich nachher wieder gleich machen und jetzt wird mal geflext. Ich bin auch nicht so der Geduldigste, das muss richtig zackig gehen. Meistens wird es auch was, aber wir schauen mal, vielleicht wird es auch nichts. Schutzbrille nicht vergessen. Zudem, wenn es nichts wird, hätte ich das Teil sowieso in den Müll geschmissen. Dann haben wir hier die Stücke, die abgeschnitten wurden. Jetzt machen wir die Spitze. Schablone. Wasserfester Stift. Schön drauflegen. Und dann kommt das hoffentlich gut so. So, wenn die ersten Kampfwunden beseitigt sind, die erste Seite passt so. Ich habe es unten ein wenig länger gelassen hier, dass es hier oben ein wenig mehr zusammengeht. Es klappt natürlich ein wenig ein, aber mit den vier Stück stabilisiert das richtig gut und ich denke, das könnte was werden. Ja, dann geht's weiter. Eins wegnehmen, die anderen zwei gleich machen. So, ein bisschen rumprobiert, gemacht und nochmal gekürzt. Jetzt passt's. Dann haben wir noch die Löcher. Und ich habe hier das ultimative Dreieck von meinem Sohn. Und dann wird das angezeichnet, in der Mitte das Loch gebohrt und dann schauen wir mal, ob wir das reinbringen so, ne? Das wird ja lustig. So Freunde, ein kleines Fazit. Die Maße stimmen jetzt, ist alles
im Lot. Er wackelt nicht, hat hier und hier ein wenig Luft. Aber das geht leider nicht anders, wenn ich zu viel raufdrücke, dann wird es unten wackelig, kibbelig. Und ich habe das probiert zum Verschrauben, Löcher bohren. Freunde, das ist Edelstahl vom Feinsten. Ich habe mir ein, zwei Bohrer geschlissen, glühend gebracht und das Loch ging dann irgendwann durch. Aber das ist mir zu mühselig. Ich gehe zum Nachbarn morgen und frage ihn mal, ob er mir ein paar Schweißpunkte setzt. Und dann haben meine Kiddies sicher Freude an diesem coolen Grill. Und dann geht's weiter morgen. So, hallo Freunde, wieder zurück. Hier mein Hitzeschild. Findet ihr im Hornbach, ist unten verlinkt. Tenecke hat so kleine 23. Was sind die? Circa 23 cm Durchmesser. Aber die müssen wir jetzt noch zuschneiden. Ich habe mir mal die Mitte ausgemessen. Dann aus dem Internet eine Dreiteilung von einem Kreis drauflegen und alle Linien verlängern. Und dann geht es gleich weiter. Schön die Mitte eingezeichnet. Schablone drauf. Schauen, dass sie nicht. Wegbewegt. Das ist natürlich eine einfache Version von mir. Wie gesagt, ein Handwerker. Schule ist schon lange her. Da machen wir es möglichst einfach, aber hoffentlich effektiv. Da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Lösungen, um so einen Reflektorstein herzustellen. Ich probiere mal diese aus, möglichst einfach. Der Innendurchmesser ist etwa 21. Wir brauchen noch ein bisschen Spiel. Ich mache mal, ja, machen wir 10,2. Sollten wir etwa hineinkommen. Ein bisschen Spiel braucht es natürlich. Jetzt machen wir hier mal eine Gerade. Und hier auch parallel zu dem. Ungefähr so 100% genau. Denke ich, muss das nicht sein. Ein bisschen Spiel, ein bisschen Luft braucht es. Und dann flexen wir mal los. Dann habe ich mich beraten lassen. Ich habe hier eine solche Scheibe gekauft für Feinsteinzeug und das wird getestet. Sollte das beste Ergebnis bringen. Und dann probieren wir das gleich mal aus. Könnt ihr sehen, die Auflagefläche passt mal.
lassen ein Zentimeter, gehen wir auf 9. Ne, 9,5. Hier lassen wir auch noch 4 cm, 2 und 2. Lassen wir übrig und verbinden die. Hier auch 4 cm, 2 und 2. So gibt es uns das Luftloch. Schneiden wir das mal ab und schauen, ob das passt. Nächsten zwei hier und die zwei wegnehmen und dann schauen wir weiter, ob wir es das so lassen oder ob wir noch mehr abtragen. Rein geht er, perfekt. Luft haben wir. Ja, ich denke, das reicht. Vollkommen aus. So, sieht mein Reflektorstein nun aus. Wir haben hier 3 Auflageflächen und schön Luft rundum. Sollte passen. Jetzt geht's an die Schrauben zur Ablage.